Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, wir wollen uns die Hütte da mal hinten angucken. Bin gespannt, was da für Nachbarn sind. Ob die freundlich sind, vielleicht mich auf einen Tee einladen. Ich glaube nicht, aber. Ja, kann ja sein, vielleicht, ne? Vielleicht sind sie nett. Ja, Moment mal. Ach, so, der musste raus. Musste mal gesagt werden. So. Oha. Eine Festung da gebaut. Heftig. Ich würde noch nicht mal in 4 Milliarden Folgen so was bauen können. Ist der außerhalb? Aber wie können die das denn betreiben? Haben die das gebaut? Mhm. Heftig. Krasse. Wird schon wieder. Irgendwo bauen die, ne? Wird da oben weiter gucken? Das Problem ist nur, so High Ground mäßig komme ich da gar nicht so richtig hin. Und mich interessiert mehr so, wird die Kisten mir geben. Ach, da ist auch noch ein Hühnchen. Ich klopp hier erstmal das Metall ab. Ich hoffe, ihr hört mir jetzt nicht vorbei. Mal zu dritt jetzt gucken gehen wollen, ne, und dann ganz mieses Leben. Diesen Teil geradezu sehe ich, aber ich glaube, das ist nur Dünger, Kalium. Deswegen will ich da jetzt in die unbedingt hin. So, da ist ein Hähnchen. Der war deutlich daneben. Boah, was sind denn hier für viele Kisten? Heftig. Ja, erstmal fleißig sein, ne? Erstmal umgucken hier eine Weile, fleißig sein. Da ist schon mal Gaut. Ja, du rutschst runter. Wenn ich da aber auch wegdrückst von meinem Körper, dann rutscht er immer weiter runter, du Eierkoppel. Kannst du wieder auf den Schoß und. Er drückt sich hier in verschiedene Richtungen und freut sich einfach. Wie ein Honigkuchenpferd. Boah, gibt's hier viele Kisten, ey, was los, ne? So, erstmal natürlich das Metall. Du bleibst da. Eine von den 10.000 Kisten hier aufheben über. Obwohl. Das heißt nicht. Kommt der jetzt? Ne, gut. So, hier unten. Sieht soweit okay aus. Sondern ist der ja auch wieder fast im Arsch, ne? Brauchen wir ein paar Ropes. Kriegen wir aber hin, ne? Drei Stück. Schon mal herrscht. Ah, ist denn los? Zu blöd zum Klicken, ne? Nimm ich auch gleich. Erstmal Kiste gucken. Erstmal die Kisten, weil das kenne ich so jetzt mittlerweile. Erstmal looten das wichtige Zeug. Und nachher sind weg und dann ärgere ich mich.
sterben, der Hase. Hm. Oder ich will ihn einfach nicht töten. Ich weiß das nicht. Moin. Ja, ich hab's verstanden. Dann guck ich mal andere Seite, wie ich da runterkomme. Okay, cool. Naja, ich hab's mir fast gedacht. Aber heute breche ich mir nichts, weil wir haben Glück hier, ne? So viele. Okay. Kisten, die wir... Oh, da ist ja noch eine. So viele Kisten, die wir hier finden. Das ist schon ein reines Glücksspiel. 8 Metall sogar. Hier ist noch eine Hage. Geil. Aber wir haben so viel gefunden, das können wir ja nicht alles machen. Heftig, ne? Ich hätte die fressen? Weiß nicht. Viel zu viel. Oh, da ist ja schon wieder eine Hage. Also, das Gebiet hier gefällt mir. Ist kein Wunder, dass die hier ein Haus hingeklatscht haben. Weil das hier echt ergiebig ist anscheinend. Aber da heißt das Wildvieh abgeschossen. Und darf dann weiterleben, weil wegen zugucken und so. Jetzt kommen wir reparieren den schon mal. Machen wir es nämlich weg. Können wir hier nämlich auch noch welche herstellen. Und dann. Wo ist die Vieh jetzt? Da. Ich würde sagen, da kann doch hier irgendwo rum. Zwar jetzt zwei Pfeile reingekriegt. Aber ist eben halt so. Was tut man hier alles um. Ach, du bist aber auch ein blöder Wolf, ne? Du bist ein richtig blöder Wolf. Dich mag ich schon mal nicht. Ist ja genau das gleiche jetzt. Der eine von da, der andere von da. Geht mal bitte weg. Dann haben wir schon mal eine Kiste. Ja, du musst noch ein Stück weiter weg. Weiter weg, Junge. Geh jetzt. Versteht er nicht daran. Was ist denn sein Problem? Nuschel ich? Ich muss ihn gleich töten. Ob du willst oder nicht. Oh, der war noch näher dran jetzt. War jetzt nicht so vorteilhaft, was ich gemacht habe, aber die Waffen hier gekriegt, ey. Zu schnell durchgeswitcht. Aber ist egal. Hauptsache, Hände waschen. Oh, ich gerade sagen, was machst du denn da? Ein bisschen hatte ich jetzt auch schon Angst. Stell mal vor, der Verbrummszeit, dann wäre jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und das Ganze für ein Tau. Ja. Hi Tau. Das bekloppte Kacke. Finished. Ey, was ist denn? Ich kann ja eh nicht mehr aufheben. Ich glaube, wir gehen mal zu nach Hause hier. Ne? Also das hat sich also gar nicht gelohnt. Aber Jude kann ja vorher nicht wissen, ne? Was man wie so einsammelt oder so. Ist auch selten, dass unsere Taschen so überfüllt sind. Ne? Kann man ja auch nicht wissen, dass man hier so einen Ausblick hat. Metall hätte ich schon gerne. Ah, okay. Mal hier nach oben.
du meine. Also Treffen ist heute gar nicht so mein Ding anscheinend. Keine Ahnung. Da bin ich auch noch sehr verschlafen. Und sofort eröffnet, dass nicht gleich alle Tier am Arsch steht. An Pfeile, die ich hier verballere. Das ist schon wieder der Elch, ne? Geh mal in eine Kiste. Boah, das kommt ein bisschen was Geiles. Oh yeah. Das ist doch schon mal schön. Wo denkst du noch? Ach ja, jetzt ist Schnauze. Ich weiß nicht, ob der hinter mir her rennt, aber ich bleib jetzt nicht stehen und gucke. Trau ich mich gar nicht. Hey, die Zeiten sind vorbei. Aber ich glaube, der würde schon brüllen. Boah. Ich kann das nicht, ne? Ich kann nicht weg, wenn ich da von Weitem noch eine Kiste sehe. Das war hier nur eine Materialkiste, aber ist egal. Oder geh mal Metallschrott, ne? Nur Material. Es gab mal Zeiten, da hätte ich drum gebeten, Materialkisten zu kriegen. Du, ich komm hier hinterher. Wo ist er denn hier ran? So, dich wollen wir jetzt noch umtöten. Vielleicht noch Federn? Ja, mal. Die auch mal gleich umgetötet. Also allzu viel will ich jetzt nicht hier unterwegs sein, weil was heißt nicht so viel. Alter, dunkel, jetzt gleich bin ich so viel Weg in komplett Dunkelheit nach Hause laufen. Dann wird die Fehlerquote ziemlich erhöht. Nicht wirklich. Hier noch ein paar Fasern aufheben. Cool, wenn die jetzt nicht angegriffen hätten oder so. Da können wir ja gleich hier die ganzen Früchte und so, stopp mal. Obwohl, die brauche ich selber. Naja, die machen wir unten rein. Weißt du? Mit dem Viecher muss ich ja nicht gleich nach unten latschen. Ja. Also, den hier wollte ich? Ich weiß das nicht. Komisch aus teilweise. Ich muss schon wieder die Augen zusammenkneifen, weil ich hier kaum was sehe. Beide Level 10 Dinger. Sieße nach Adam Riese. Ich kann die jetzt gleich schlachten. Oh, da hätte ich mir aber jetzt noch so ein lebendes Vieh da holen können, ne? Vielleicht so nah wie der Nachbarn oder was ist da? Boah, noch Metallschrott. Ja, den muss ich auch nicht. Wer das Metallschrott nicht ehrt, ist auch nicht. Ich hab gar nichts gesehen, aber war auch mal Hase, glaube ich. Wahrscheinlich. Aber alles totgeschossen, ne? Eigentlich dafür. Das ist denn nicht optisch so geil, aber dich könnte man. Leben haben, ne? Ne, auch totgeschossen. Hä, was ist denn los? Ich töte alles jetzt. Okay. Ja. Au, verdorbenes Essen. Au, alles verdirbt. Ich finde trotzdem das hier auf dem Stein, finde ich persönlich schon geil. Den High Ground immer, wenn wir kämpfen.
Okay, das ist jetzt nicht so cool, dass das hier alles zu aus ist. So, ein bisschen Platz gemacht hier. Ich kann ja schon mal ein wenig einlagern. So, den nehmen wir schon mal mit. Hier, das können wir einlagern. Die Tür, die Tür. Oh, ist denn so komisch hier oben? Achso, weil du gehörst da ja nicht hin, mein Freund. Ich muss sagen, was ist mit dir? So. Ach nee. Muss ja irgendwas haben, um das noch anzuschmeißen, ne? Aber ich glaube, das können wir hier bauen, ne? Wo war das? War das auch hier? Nee, hier, oder? Ach da. Ja, sag ich ja. Was? So, das schon mal anzünden. Ne? Krass. Boah, ich habe mich letzten Jahr noch beschwert, ne, da ich hier unbedingt Eisen haben möchte. Und die guten alten Zeiten vermisse, dass hier 300 Klöps liegen. Aber so wird zugehört. Oder ist das so? Geht noch was? Kann ja sein. Ne? Gut. Hm. 29 Metall. Welcome to my. Gut. Ah ja, hier, schau mal, dann machen wir mal ein wenig. Achso, das haben wir sogar. Obwohl, das können wir ja hier schon mal reinmachen, ne? Wir brauchten doch ganz viel Metall, ne? Wäre jetzt nicht so viel verschleudern. Wegen kleiner, feiner Armut. So. Okay. Oh, da haben wir aber auch fettmäßig ein bisschen was auch gekriegt. Ist ja wenigstens mal vorteilhaft. So, ich hau den hier erstmal rein. Oh, das reicht. Das reicht noch nicht mal, wa? Dann mach ich die voll. Oha. Okay. Ja, das bisschen hier noch rein. Ich glaube, so übermäßig. Klar, wenn ich das hier komplett verfressen habe. Ich wollte schon sagen, so lange kann es gar nicht dauern. So, dann bleiben wir kurz mal hier. Mal unsere Restarbeiten hier. Das Gaut. Metall und so. Okay. Geil, geil, geil. So, Schießwaffe. Bieren. Da auch wieder rein. Geil, wir haben Wasser. Einmal für mich. Einmal für mich. Und nochmal für immer nur mich. So, das geht da rein. Die Tomate kann ich mir mal gönnen jetzt glücklicherweise, weil ich einfach mal hier der ich selbst Gönner bin. Selbstverpfleger, ne? Hör ich grad unten? Läuft da einer hin und her? So, von denen hier wollte ich auch mal ein paar. So viele Ropes brauchen wir ja immer nicht, dass wir sagen können, ey, pass auf. Wir müssen jetzt da übelst irgendwas behalten. So. Also ich würde sagen, das hier ist schon mal lecker, ne? So, den hier, den können wir da noch auffüllen. Und dann hatten wir hier Bratenes noch bei. Oh, wir haben viel zu viel. Wollen wir das hier mal wegschmeißen? Guck mal, wir schmeißen das hier weg. Ja, und noch das gute Essen bei, ne? Das hier können wir wegschmeißen, damit wir mal ein bisschen Platz haben hier. Halt mal in den Verwerter rein. So, dann können wir den hier reindrüllen. So, jetzt hätten wir eben auch noch Wasser hier über. Oh, jetzt machen wir auch nochmal das Wasser holen. Ach, gib mal viel Bio-Dreck, was wir da kriegen können. Ey. Das ist schon mal gut.
Hier, das dauert ja auch noch ein Weilchen. Wasser wird jetzt gemacht. Also Wasser könnte ja die anderen Agenten machen. Ist logisch. So, weil wir sind ja immer noch dabei, den hier denn irgendwie zu Stellungs Eros. Delos. Oh, cool. Torsus. Ey, sag mal, hatten wir nicht noch ein Metall gefunden? Nö. Einen wollten wir anscheinend noch bauen. Ah ja, okay. Einen müssen wir denn noch? Alter, diesmal haben wir ja wenigstens ein wenig Stuff gekriegt oder sowas, ne? So, wir machen ja noch unsere Grundsachen wieder herstellen. Damit das auch so ein bisschen Sinn macht, was wir jetzt hier noch herstellen wollen. Ja, und da brauchen wir eigentlich nur noch Strom, ne? Ist die auch leer? Ne. Ich kann sagen. Und dann brauchen wir noch einen Bogen. Geile Kacke, ne? Zwölf Stück. Zehn Stück könnten wir noch bauen, ne? Ich glaube, das machen wir mal. Biota. Ja, ist ja zu viel gebaut. Ach, scheiß drauf. Ja, aber dann kann ich ja das hier eigentlich denn schon mal verschleudern hier. Und den hier reindüttern. Und stoppen. Umso schneller ist er fertig. Wir wollen nur das Beste. Oh. Nur das Beste für euch. Ja, wir wollen nur das Beste. Das Beste für euch. Und den Bogen wollen wir haben. Am besten jetzt. So, gut. Der ist wieder drin. Das brauchen wir alles noch so. Ich würde sehen, den. Achso, nee, wenn ich jetzt in Wasser rein. Wasser wäre jetzt gar nicht so geil herzustellen, weil das ist ja dann eine kleine Minusrechnung. Zwei sind wir drüber, ey. Ha. Ich kann es kaum erwarten, ne? Könnt ihr es erwarten? Ich kann es nicht erwarten. Erstmal einen Bogen, wir fangen erstmal klein an. Das ist schon seit 500 Jahren, aber wir fangen erstmal klein an. Wir schlachten mal kurz. Oh, jetzt wird es aber mistig hier. Wir schlachten mal hier unsere Teile, aber die fressen ja nur unser Material auf. Ne? Zwang hier untersuchen, ne? So, wir schlachten das mal. Also dich hier einmal. Wow, 6 Fettifett. Und bei dir? Wow, 3 Fettifett. Also ein Hähnchen lohnt sich auf jeden Fall immer mehr. Irgendwie. So. Dann baller mal hier noch, ne? Lecker Hähnchen. Wollen wir? Wir essen Hähnchen. Wir essen Hähnchen. So. Nämlich auch so ein bisschen Stuff jetzt und jetzt könnten wir dich aber jetzt bauen, ne? Und wir stellen den Bogen her. Geil, den werden wir nächstes Mal ausprobieren. Also, bis dann.